Hallo und herzlich willkommen. In meinem Video heute geht's, ich krieg's gar nicht auf die Kamera drauf, um so ein Kron Hardtail Bike. Und was man beachten muss, wie das ganze Teil aussieht und was man eventuell noch an Kosten hat, wenn man Sachen dazu kaufen muss, erfahrt ihr nach dem Intro. Wie wird das Ganze geliefert? Da hinten haben wir den Karton kurz und bündig. Was muss man alles montieren? Einmal den Lenker festschrauben, den Sattel festschrauben, die Pedale dran drehen und das Vorderrad einhängen. So ist das ganze Teil gekommen. Es war richtig gut verstaut hier in der Verpackung. Und jetzt gucken wir mal, was das Ganze für Spezifikationen hat. Also das hier, die Serie ist ein 24 Zoll. Es gibt es aber auch, glaube ich, als 20 Zoll. Und ist jetzt in einem Altersbereich von 6 bis 14. Meine Tochter ist 10. Die soll mit dem ganzen Ding fahren und nach dem ersten Probesitzen, das passt auch soweit alles. Dann hat es eine 21-Gang Shimano-Schaltung. Was jetzt genau das für eine Schaltung ist, kann ich nicht sagen, aber ich zeige jetzt mal kurz, wie das ganze Teil hier aussieht. Und 21-Gang ist das. Dann haben wir einen Alurahmen und haben, wie gesagt, vorne, weil es ja ein Hardtail ist, diese Federgabel, die kann man nicht verstellen, ist aber auch bei dem Preis nicht üblich. Und hinten hat man logischerweise nichts. Das ist alles starr und das ist ein 13 Zoll Rahmen. Was hier auf jeden Fall noch fehlt, sind Reflektoren bzw. auch Lichter. Hier hat man nichts dran, aber das ist halt auch bei so einem Mountainbike gang und gäbe. Da werde ich dann im Handel was Gescheites kaufen. Hier an den Pedalen sind schon Reflektoren drauf. Und hier in die Radspeichen muss ich noch welche reinmachen. Und zwar liegen die noch im Karton. Die habe ich noch nicht montiert. Das ist aber auch noch mit dabei. Den Ständer kann man hier auch nochmal einstellen. Das heißt, den kann man sich etwas gerader oder etwas abgewinkelter hinstellen, je nachdem, wie man das hat. Hier hat man die ganz normale Aufnahme für eine Luftpumpe oder auch einen Getränkehalter. Da sollte man dann eventuell auch eine Inbusschraube reinmachen, wenn man das ganze Ding nicht benutzt. Man hat zwar unten auch, habe ich gesehen, hier ist ja wie gesagt der Abfluss für das Unterrohr hier. Aber es beugt natürlich dann schon vor. Was auch fehlt, sind Schutzbleche jeglicher Art. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil es dann halt auch nicht so toll aussehen würde. Da hole ich einfach welche zum Dranklemmen. Hinten ist es ja besonders wichtig, weil man halt hier halt dann gleich den Schmutz hat, wenn das Rad sich hinten dreht. Jetzt zu der ganzen Sache, was man sich noch überlegen muss. Dafür drehe ich jetzt einfach mal das Fahrrad rum und zeig mal, wie das Ganze auf dem Kopf aussieht. Also, wenn die Kinder mitfahren, macht man sich ja sowieso Gedanken bezüglich Sicherheit. Hier haben wir gewählt diese Scheibenbremsen. Die sind zwar ein bisschen anspruchsvoller von der Wartung her, aber sind auch dann, ja, sprechen halt richtig gut an. Man hat noch die Auswahl, glaube ich, diese normalen Klötze, die man hätte wählen können, aber wir haben hier die Scheibenbremsen genommen. Da kommen wir auch zum ersten Problem, weshalb ich auch bei so Fahrrädern rate, das ist jetzt unser erstes aus dem Internet, das dann auch gleich in Fahrradladen zu bringen. Vorausgesetzt, der Fahrradladen nimmt auch dieses Fahrrad an. Ich kenne es von Kleinen, die sagen dann, nö, was sie nicht bei uns gekauft haben, tun wir auch nicht inspizieren. Aber so die großen Fahrradwerkstätten machen das. Da ist halt natürlich der Preis auch höher, weil man sieht es hier gleich, ja, wenn man den Bremshebel, der ist jetzt für vorne durchdrückt, ja, da ist nichts eingestellt. Genauso hinten hat man bis Anschlag, das heißt, die Bremse muss hier justiert werden. Wer sich damit auskennt, okay, geht ran. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Fahrradbremse, weiß nicht, wo ich da anziehen soll, beziehungsweise hier habe ich auch noch gesehen, ich weiß nicht, ob man das zeigen kann, wo ist es denn? Hier, wo ich jetzt mit dem Finger drauf zeige, ja, da ist jetzt eine blanke Stelle hier, weil einfach der Bremssattel, wie ich ihn jetzt mal nenne, wo die Backen drin sind,
hier nochmal eine Verstellung hat, ja, an diesen Inbusschrauben, an diesen zwei, und dann kann man den einfach hier in der, was ist es, vertikalen, kann man den nochmal verstellen, ja, und da muss man halt dann auch aufpassen, wie man das macht und dass man das richtig macht. Genauso verhält sich es mit der Schaltung, ja, was man hört, ist hier ein leichtes Klackern. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass einfach die Feineinstellung der Schaltung nicht gemacht worden ist, beziehungsweise beim Transportweg, da drückt's mal hier was oder es hat sich mal was leicht verbogen. Das heißt, ich gebe das auf jeden Fall in eine Fahrradwerkstatt und die sollen sich das ganze Teil mal angucken. Die Felge an sich ist gerade, was mir aufgefallen ist, wenn man es jetzt so dreht, hinten mit dem Karton, man sieht, der Reifen hat Umwucht. Das kann natürlich sein durch die ganze Lagerung. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, hier auch. Also man sieht es unten, die Felge hat nichts, aber halt oben der Gummireifen. Es kann natürlich auch sein, dass der durch die lange Lagerung schon so, so einen kleinen Standplatten hat, wobei ich davon ausgehe, dass sich das mit der Zeit setzt, dass sich einfach durch Fahren das Gummi hier setzt. Ansonsten ist soweit alles richtig gut hier verarbeitet und auch gesichert. Man sieht hier, die Seile zu den Bremsen sind hier schön befestigt. Hier ist überall ein bisschen Schmierfett dran, auch hier an dem Ständer. Ja, und die Kette sieht gut aus, kein Flugrost. Schön leicht eingeölt. Auch hier das ganze Schaltzeug hinten ist in Ordnung. Was mir wichtig ist, dass einfach nochmal ein Fachmann hier die ganzen Schrauben anzieht. Ja, das heißt hinten am Rad, vorne logisch, das macht man handfest, aber trotzdem kann der auch nochmal machen, Bremse einstellen, Schaltung einstellen. Was mir auch wichtig ist, hier oben nochmal diese Inbus, wo man den Lenker praktisch festgemacht hat, auch nochmal mit einem Drehmomentschlüssel dann festziehen, genauso wie die Dinger hier oben. Und dann lasse ich mir wahrscheinlich gleich ein paar Schutzbleche zum Abmachen, die kann man ja dran klipsen, dran machen und auch Beleuchtung beziehungsweise dann noch Reflektoren, dass das auch dann im Winter gegeben ist. Was ich gemerkt habe hier, diese Gummigriffe, die lassen sich ein bisschen drehen. Die werde ich eventuell noch mal rausmachen und vielleicht noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was man da macht mit Kleber oder sonstiges, dass die nicht rutschen, weil das ist auch noch eine nervige Sache. Wenn das ganze Ding wieder von der Fahrradwerkstatt kommt, machen wir auch eine Probefahrt. Meine Tochter fährt das Ganze mal. Dann gucken wir mal, wie sich die Schaltung verhält und wie das ganze Ding draußen aussieht, weil farblich gesehen ist es schon ein kleiner Hingucker. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Jetzt habe ich mal das Fahrrad hier in den Laden hinter mir zu sehen. Drin konnte ich leider nicht filmen, aber die haben hier Cross und wie sie alle heißen, die ganzen Fahrräder. Da habe ich jetzt das in die Inspektion gegeben. Das sollte am Freitag fertig sein. Wenn es früher fertig ist, werde ich angerufen und das Ganze kostet mich 30 Euro. Jetzt war der praktisch nur der Service, wenn natürlich was extra ist, werde ich angerufen. Die stellen die Bremse ein, die Schaltung, ziehen alle Schrauben nach, also das ist eine große Inspektion. Und gleichzeitig habe ich hier noch ein paar Schutzbleche, also für hinten und für vorne in Kunststoff gekauft und da habe ich jetzt nicht näher gefragt, aber die werden auch nicht die Welt kosten. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn wir es abholen. Dann nehme ich die Hanna vielleicht mit und dann kann sie gleich nach Hause fahren.